gute Nachrichten, Bats. Ich häng hier so in der Hölle rum. Na, du weißt schon, du hast mich umgebracht und so. Und du errätst nie, wen ich gesehen habe. Ganz recht. Deine tote Freundin, Talia al Ghul. Keine Sorge. Ich hab sie gefragt und sie hat nichts dagegen, wenn sich die Katzenlady an dem alten Kratzbaum austobt. Sie sagt außerdem, aua, ist das die Kugel in der Brust oder mein gebrochenes Herz? Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Alfred. Sein Stolz lässt das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir. Da bin ich mir sicher. Das ist nicht mehr Batman. Das war er. Er sollte sich besser dran gewöhnen. Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Alfred. Sein Stolz lässt das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir. Da bin ich mir sicher. Ja, was selbst in der Basis passiert? Mad Panzer, ja. Der Neid war nicht vorbereitet. Ja, das wäre nur ein aufgemotzter. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Jemand hat die Feuerwache in Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steckt.
Versorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Firefly. Du hast mich einmal gesehen. Und das ist lange her. Soll das Feuer dich umgeben? Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Firefly wird abwarten. Ich werde nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Ich gehe zum Wayne Tower. Wenn wir das Sicherheitsprotokoll des Arkham Knight entschlüsseln können, sollten wir ihn aufhorten. Wenn er glaubt, er könne sich vor ihnen verstecken, erwartet ihn eine üble Überraschung. Das Ding macht uns platt! Hilf das! Ach ja schon! Wie schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius.
Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Wayne. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmusterübereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Das wird Ihnen gefallen. Habe ich selbst programmiert nach diesem Angriff heute Abend. Der Drohnenvirus übernimmt die Freund-Feind-Zielerkennung der Panzer und lässt sie sich gegenseitig anvisieren. Ich melde mich, sobald es fertig ist. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Also wenn ich unbedingt hätte wissen wollen, wer du bist, hätte ich dir schon vor ein paar Jahren deine Maske vom Gesicht gerissen. War mir immer klar, dass die Wahrheit enttäuschend sein würde. Aber ich muss zugeben, sich als Gothams langweiligster Prominenter zu tarnen, ist eine geniale Nummer. Die toten Eltern sind nur das Sahnehäubchen. Sie haben die Überraschung verdorben. Ich hatte gehofft, ihn verhüllen zu können, bis er fertig ist. Ein Unterbrecher der nächsten Generation. Noch ein paar Wochen von der Vollendung entfernt, aber ich dachte mir, ein funktionierender Prototyp würde Ihnen gefallen. Später am Abend könnte ich ihn liefern. Danke, Lucius. Ich könnte ihn gut gebrauchen. Ich hoffe, Sie können Barbara befreien, Mr. Wayne. Sie bedeutet uns viel. Uns allen. Viel Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückgebracht. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung sein. Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu.
Alfred, noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Herrje, sie hat mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Ich muss irgendwie die Tunneleinfahrt öffnen. Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Aber warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Dennoch, wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Also nochmal. Da wurde entführt. Und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Bedrückt dich etwas? Komm schon! Robin davonziehen. Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Win-win. Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha, vergiss es! Ich bin chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich und mich und den ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt gibt es nur Krieg. Mit dir mitten im Zentrum. Natürlich gibt es im Krieg Verluste. Ist unvermeidbar. Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Aber so ein Glück hat nicht jeder. Erinnerst du dich an Talia? Natürlich tust du das. So eine Braut vergisst man nicht.
Nur eine Kugel und fort waren deine Hoffnungen auf ein Happy End. Du gibst mir die Schuld, aber du irrst dich. Du hast sie vor mein Fadenkreuz gebracht. Klar, sie hat sich... Solange da Panzer sind, darf die Miliz nicht auf mich aufmerksam werden. Weißt du, die Leute vertrauen dir. Sie glauben an dich. Sie folgen dir in deinen Krieg. Und du wirst sie alle umbringen. Ich muss einen Weg finden, das Batmobil herzubringen, bevor ich ohne Auto gegen sie zu kämpfen. Ist zu riskant. Wie lange bist du schon hier? Eine Woche. Ich bin seit einem Monat hier. Ein Monat? Diesem rattenverseuchten Dreckstunnel? Ich habe schon schlimmere Orte gesehen. Ernsthaft? Ich hatte mal einen Undercover-Job im Peñadura. Was zu tun, als wäre ich normaler Häftling, bis das Einsatzteam kam. Wenigstens kommen wir heute hier raus. Hätten wir sie mal kalt gemacht. Wegen ihr ist Woods tot. Woods ist tot, weil er sich verdammt nochmal... Hey, Bats! Siehst du die Kerle? Denken, ihnen gehört Gotham. Was machen wir dagegen? Nein, nein, nein. Du gehst nirgendwo hin, alter Mann. Dreifach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert. Nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. An mir kommst du nicht vorbei! Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Baumkuss und ein verpanzer Batman aufhalten? Treffer bei einer Regler.
Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in den Tunneln. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat.